Leute, bevor das Video beginnt, möchte ich euch noch ganz kurz bezogen auf das Video ein, zwei Sachen erzählen. Und zwar haben wir Großbritannien viermal gefahren mit Jan. Ja, viermal sind wir Großbritannien gefahren. Warum, weshalb, erzählen wir euch im späteren Verlauf des Videos. Aber ich möchte euch nur sagen, dass ich in dem Qualifying und in der Einführungsrunde die Tonspur verloren habe. Also ich habe die ist einfach nicht mehr da. Ich glaube, ich habe die überschrieben oder keine Ahnung, was ich mit der gemacht habe. Heißt, ich habe fürs Qualifying und für die Einführungsrunde nur den Ton von der Kamera, ja. Also ich habe den Ton, also mein Mikrofon quasi nicht aufgenommen, aber ich habe halt über die Kamera mich quasi meinen Ton auch aufgenommen. Und bevor ich jetzt, das dauert ungefähr 20 Minuten, das Qualifying plus die Einführungsrunde und so, bevor ich das jetzt ganz weglasse, habe ich gedacht, hey, ich zeige euch das einfach mit der aufgenommenen Kamera, mit dem Mikrofon von der Kamera, was ich dann eben aufgenommen habe. Das klingt natürlich echt scheiße, die Qualität ist nicht gut. Wenn ihr eine bessere Qualität sehen wollt, dann guckt bei Jans Video vorbei. Der hat das Ganze natürlich dann mit meinem normalen Mikrofon-Sound, weil ich ja eigentlich mit Mikrofon gesprochen und aufgenommen habe. Aber wie gesagt, das habe ich irgendwie verpeilt. Aber es geht natürlich dann, im Rennen kann ich ganz normal reden. Also im Rennen habe ich das Mikro aufgenommen. Nur wie gesagt, im Qualifying nicht und in der Einführungsrunde. Das wollte ich nur ganz kurz gesagt haben. Ich hoffe, es sind auch keine Fehler bei den Cuts drin. Also es sind ganz, ganz viele Cuts und dieses Rennen war einfach ein komplettes Durcheinander, ein komplettes Chaos. Ich hoffe, ich habe keine Fehler gemacht, aber wenn, dann verzeiht es mir. Es kann sein, dass ich irgendwelche Cuts vergessen habe oder irgendwie mal kurz Schwarzbild auftaucht für 2-3 Sekunden, weil ich einfach komplett durch den Wind bin. Es tut mir leid. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß bei dem Video und ja, es tut mir wirklich leid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Multiplayer-Karriere mit dem Mike. Hi. Wir sind bei dem Grand Prix von Silverstone in Großbritannien und... Oieieiei! Ja! Ich sag's doch, ne, das ist so eine hässliche Rotze. Ne? Was? Ja, ich hab's bei Österreich... What the fuck? Nee, das ist wirklich... Hä? Also, Leute, schreibt das mal in die Kommentare. Wir haben Soft, Gelb, Medium, also Mittel, Weiß und Hard... war normalerweise orange und ist jetzt hier blau. Blau, also ja. Das ist eine andere Farbe. Komisch. Ich fahre auch schon, was? Bist du auch schon draußen? Nee, ich bin noch nicht draußen. 1,2 Sekunden sind hier angeblich. Weil ich kenne die Strecke noch nicht so richtig. Also in F1 2017 habe ich sie nicht richtig kennengelernt. da bin ich irgendwie auch rausgeflogen. Und jetzt aber hier nie im Leben, Alter. Jetzt also, hier in 2018 habe ich sie. Mal ganz schnell. Hier in 2018 habe ich sie noch nicht Test gefahren. Also wir haben jetzt 3 Rennen hintereinander aufgenommen. Beziehungsweise 2, Frankreich, Österreich und jetzt, das ist das dritte. Und ich habe beide Frankreich und Österreich mal Test gefahren. Hier Dingens, aber nicht. Also ich habe kein England hier Test gefahren. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Das muss ein Bug sein. Oder? Das ist kein Bug. Das ist alles real. Du kennst doch F1. Ja, Leute, letztes Rennen, ja. Als ob die jetzt wirklich auch blau sind. Wieso haben die. Das gibt gar keinen Sinn, dass die die Farbe ja, geändert haben. Ja, das ergibt echt keinen Sinn. Keine Ahnung. Muss orange sein, eigentlich. Das ist F1. Es kann echt sein, dass es einfach nur ein Bug ist. Letztes Rennen war extrem geil. Ich wurde ultra weggefetzt. Mega Crash. Und ja, wie es mit Jan dann weitergegangen ist. Wie gesagt, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Letzte Folge kam auch nur bei Jan. Neben das hier. Ich übrigens aber auch nicht Test gefahren, Silverstone. Auch keine. Hast du nicht Test gefahren? Nee. Ich dachte, du hast noch kurz Test gefahren. Dachte ich auch, aber irgendwie kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Junge, was geht denn jetzt bei dir? Das war ein Curve. ja, ich bin gespannt. Wir nehmen das hier, nehmen wir jetzt natürlich wieder aus beiden Sichten auf. Wie gesagt, beim anderen bin ich nur irgendwie weggefetzt worden. Läuft!
Oh, ich fahre auf Mager, merke ich gerade. Ja, ich bin eh rausgeflogen. Komm, Alter, nee. Stell wieder auf Mager. Mann, diese Strecke. Magst du die nicht? Überhaupt nicht, ich hasse die. Ist ja, die, ohne Spaß, es klingt ziemlich komisch, aber ich finde die schlimmer als Monaco einfach. Was? Ich weiß nicht warum, ich keine Ahnung, ich habe keine Erklärung dafür. Ich fahre Monaco. Aber hatten wir nicht auch hier so einen Startcrash irgendwie? Nee. Letztes Jahr? Nee, nee, es war, mein Crash war. Also letztes Jahr wurde man ja eigentlich noch unsichtbar, eigentlich. Mein Crash war so, dass ich da zwei Leute überholt habe, weil ich. Ah, ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Also es fing damit an, dass wir in der Einführungsrunde im Gras waren und dann diesen ultra-failigen Start hatten, weil unsere Reifen komplett kaputt waren. Und dann war ich halt ganz hinten und habe dann so Mitte des Rennens habe ich dann zwei, drei Leute überholt gehabt. Da hat es mich dann gedreht. Ich stand quer auf der Strecke und wurde nicht unsichtbar und dadurch war mein Reifen dann weg. Aber das war das beim Anfangsstart, ja, wo wir diesen Kackstart haben. Wo wir getestet. Ja! Okay. Okay. Fick dich! Magnussen hat mich gerade in ein Schild gerammt. Toll. Ich hab einfach gebremst bei der Kurve und er hat mich einfach rausgerammt. In den Top 10 ist er da waren. Ja, okay, die Kurve ist auf jeden Fall schon mal geil. Guck mal, was ich mach, Alter! Willst du mich komplett verarschen? Junge. Aber noch nicht gut. Dann kann ich noch auf jeden Fall besser. Oh Mann, ey. Alkön Platz 2, Platz 3 Bottas. Vettel gerade rausgefahren. Würde man fast sagen, die Strecke ist gerade ziemlich voll. Wie das ja, sieht's auch so aus. Ist auch so. Ich glaube, ich fahre rein. Ja, ich fahre auch. Ich fahre jetzt die Runde, will ich noch fahren, weil die eigentlich ganz okay ist. Bin, glaube ich, besser als du. Boxenstopp. Obwohl ich den Anfang habe ich ultra versaut, aber ich bin, glaube ich, irgendwie besser als du bisher. Da habe ich wahrscheinlich hier im letzten Sektor nochmal, weil ich den auch absolut hässlich finde. Also ja, meine Strecke, Runde war nicht gut. Ich weiß nicht, ich finde die Strecke jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh mein Gott, ne? Aber es ist irgendwie so ich fahre einfach Monaco, fahre ich einfach besser als England. Ich weiß nicht warum, es ist aber so. Deswegen sympathiere ich eher mit Monaco. So blöd das auch klingt. Irgendwie die Box ist ja ultra lang. Hoffen wir mal, dass man da 100 fahren kann. Dann mal auschecken. Hier, das war unsere Kurve. Da sind wir rausgefahren. Hatten dann irgendwie die Reifen. Der Kick. Junge. Okay, das war schon mal kein guter Start in die Runde. Sind gleich nochmal raus. Oh, hier muss ich ja. Nee, hier muss ich gar nicht an die Box. Was mache ich? Jetzt krieg ich schon wieder gelbe Flagge, weil ich so langsam bin. Ups. Oh, ich bin fast eine Sekunde schneller. Schon. Welche Zeit bist du gefahren? Ungefähr eine Sekunde langsamer als du. Lila Sektor. Mein Frontflügel durch Grosjean geschädigt. Weißt du was? Ich schädige dem sein jetzt auch, Alter. Okay, das wird keine Runde. Muss ich wieder nochmal rausfahren. Gut. Ich krieg seinen Frontflügel nicht mehr geschädigt. Fuck. Oh, Alter. Wohoho. Alter, war das knapp. Okay, dann fahren wir in die Box. Guck mal, wie schnell man. Ah, ich fahre auch an die Box. 60! Okay, ein Box ist hier auf jeden Fall am Start. Am besten ist hier eine Einbox. Junge, man kann nur 60 in der Box fahren und die ist so lang. Guck mal, wie lang die Box ist.
verlierst locker 30 Sekunden. Das ist ja komplett RIP. Also, ich fahre dann mit unseren blauen Reifen. Mit den angeblichen neuen. Es kann ja sein, dass sie neu sind. Ich habe keine Ahnung. Ich damit nicht beschäftigt. Aber ich gehe auch davon aus, dass das irgendwie ein Bug ist. Wir können uns da gerne des Besseren belehren, wenn ihr das wisst. Hey, also, ich weiß, ich kann mindestens eine Sekunde noch schneller fahren. Also, ich werde gleich nochmal rausfahren. Machst du eine Inlap, ja, ne? Ich mach gerade eine Inlap, also ich bin jetzt gerade beim Boxen. Also ich werde gerade reingeschoben. Sollte man eventuell die Reifen wechseln jetzt? Ja. Machst du das immer? Ja. Kenn mich nicht aus, keine Ahnung. Ich bin eigentlich immer nur einen Fünfer gefahren und fertig. I don't know. So, okay. Komm schon, gib mir neue Reifen. Fahr ich auch nochmal raus. Okay, du warst aber fast genauso gut wie ich. Nee. Also, vor der Zeit warst du. Ich hab das jetzt gar nicht mehr im Blick, aber du hattest, glaube ich, 6000ste. Ach, stimmt, lol. Du bist. Krass. Okay, doch, du bist wirklich nur minimal besser. Ja, sag ich ja. Krass, ich dachte, du wärst eine Sekunde schneller. Nee, ich war ja voll scheiße. Kann ja gar nicht sein hier. Na gut. Meine Runde war auch schlecht. Also ich war ja, wie gesagt, nach ein, zwei Kurven war ich schon wieder fast eine Sekunde schneller. Also meine beste Runde. Du bist schon wieder draußen, ne? Ja. Jetzt ist auch keiner draußen. Sind die einzigen beiden, die sind. Erstmal langsamer, ein bisschen langsamer, aber ich gebe schon Gas. Weil ich jetzt keinen Bock habe, dass irgendwelche alle Trottel noch auf die Idee kommen rauszufahren und dann direkt vor mir sind. Also jetzt nochmal eine Klasse hinlegen. Also bisher waren die Runden nicht cool, haben aber für Platz 1 und 2 gereicht. Aber ich würde gerne nochmal eine Klasse hinlegen, weil es möglich wäre. Ey, die Strecke ist so lang, ne? Also, wenn es möglich ist, will ich echt eine Einbox fahren. Meinetwegen fahre ich auch mit dem blauen Reifen, da kann ich überhaupt nichts. Überhaupt keinen Grip, aber... Also, die Box ist ja ultra lang, da kann man nur 60 fahren, was soll das? Ja, die ist echt krass lang. Also, bei manchen kann man ja 100 oder 80 holen, aber 60... ist echt schlecht. Gut. Boah, will jetzt eine fehlerfreie Runde. Ich will Erster sein. Ja. Wir betteln uns jetzt, glaube ich, darum. Also, mir ist eigentlich scheißegal, ob ich als Erster oder als Zweiter starte. Solange ich nicht wieder weggerammt werde. Aber. Ich möchte natürlich auch nochmal eine gute Zeit fahren. Leider nicht perfekt. Wo ist der erst? Habe ich auch noch nicht so richtig abgecheckt. Hier war's. Ah, jetzt kommt direkt vor dich. Alter. Oh nein! Verpiss dich! Genau deswegen bin ich schneller gefahren in der Outlap. Ja. Genau aus dem Grund. Ah, Alter, was ruft denn die ganze Zeit meine Mutter an? Ruft das schon zum fünften Mal an. Immer dann, wenn ich fahre. Jetzt könnte ich ja schnell dran gehen. Ein Lidl Sektor. Hatte ich gerade auch, ne? Aber nicht so gut. Also so ganz minimal. Das gibt's doch nicht. Was habe ich denn da jetzt gerade gemacht in der Kurve? Scheiße. Ja, ich habe gerade eine halbe Sektor Sekunde besser liegen lassen. Irgendwo. Junge, wann, was habe ich da für einen Kack gemacht? Kann ich dir nicht beantworten. Dafür habe ich die gerade richtig gut genommen. Junge, habe ich die gut genommen.
8 Zehntel schneller, fast eine Sekunde. Über eine Sekunde, 1,2 Sekunden schon schneller. Ich dreh mich. Nein! So rastet er wieder komplett ab. Lol, ich hatte DRS. ERS nur auf Mittel. Junge, ich war 1,2 Sekunden schneller. Das ist ärgerlich. Verstehe ich. Oh. Mist. Was war das denn jetzt? Ich hoffe, ich habe meinen Differenzial und Vorderbremsdings da jetzt nicht irgendwie krass verstellt oder so. Ich habe keine Ahnung, auf was das vorher stand. Das ist eine gute Idee, das kann ich mal umstellen. Oh Mist. Ich hätte so absolut die Pole geschafft. Und wie viel hattest du dich verbessert? Auch so 1,1 oder 2 oder so. Also ich war auf jeden Fall auch noch mal besser. Ordentlich besser. Boxen Stop. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Mach ich. Arsch. So, fährst du noch? Fahr noch, ja. Okay. Und dann hätte ich gesagt, mach mal einen Cut. Aber wenn du noch fährst. Cut wird's heute nicht geben. Glaube ich. Ich ruf meine Mom zurück. Die hat schon die ganze Zeit angerufen. Alter, hier. Live-Gespräch. Ach. Ich nehme auf. So, ja, du bist ja auch im Video gerade. Hi. Ja, was gibt's? Was gibt's? Das kann was richtig Gutes werden. Ich kann gerade nicht alles erklären. Was gibt's? Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 31,7. Ja, keine Ahnung. Ja, egal, wenn es nichts Wichtiges gibt, dann tschüss. Alter. So, danke dafür, dass sie mich 5-mal angerufen hat, obwohl es nichts Wichtiges ist. Bei mir fängt es gerade irgendwie an zu hageln, habe ich das Gefühl. Oh, was? Hamilton hat dich überholt? Oh. Du, bist du gerade eine gute Runde gefahren? War gerade eine gute Runde. Bist du eine gefahren? Nein, ich bin noch keine weitere gefahren. Komm bitte, wir müssen wieder zurückholen. Ja. Was? Sauber. Junge, du bist. Alter, du bist. Wie knapp. 0,074 hinter mir. Ja. Och Mann. Ich weiß auch genau wo. Wo denn? Warte, ich sag's dir, wenn ich in der Kurve bin. Okay. Da bin ich, ungelogen, von irgendwie minus 700 oder so auf minus 100 nur noch gekommen in der Kurve. Also ich habe da richtig viel Zeit verloren. Ich glaube, es ist die hier. Wartet, also nee, die hier noch nicht. Ich glaube, die hier. In der hier. Ja, ich glaube, das hier der ist die. Kurve? So viel verloren? Ja, eine halbe Sekunde habe ich in der Kurve verloren. Okay, krass. Ja, kann man machen. Wenn ich da normal durchgefahren wäre, wäre ich mit einer guten halben Sekunde schneller als dir auf Platz 1 gekommen. Ach, ist das ärgerlich. Aber hier ich bin unten vor allen Dingen schon wieder, ne? Weich, gelb, mittel, weiß und hart ist einfach blau. Keine Ahnung. Naja, hier steht auf jeden Fall, erster und dritter Sektor gehört dir.
Der zweite gehört mir. Und ja, bei der zweite, da ist diese doofe Kurve mit dabei. Dadurch bin ich erster. Ja, passt schon. Mir macht das jetzt nichts aus, wenn ich als erster oder zweiter. Das ist eine saustarke Leistung. Ach, fuck. Bei uns gibt's gerade Glitter. Und das Qualifying ist beendet. So, warte, also. What the fuck, warum sieht das aus der Sicht? Was habe ich jetzt gemacht? Nee, okay, das muss ein Bug sein, weil ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt. Und oder? Ja, aber ist. Nee, doch, tatsächlich ist es kein Bug. Kein Bug, also blau ist blau. Nee, es gibt. Es gibt Pink, Lila, Rot, Gelb, Weiß, Blau, Orange, Grün und. Also das eine ist hellblau. Und nach hellblau kommt Orange und der dann kommt erst Intermediates und Reds. Warum? Also es gibt hellblau und dunkelblau. Warum? Es macht keinen Sinn. War okay, das so knapp. Krass, ich dachte, es gibt nur einen neuen Reifen, aber es gibt zwei neue Reifen. Ja, dann können wir den heute vielleicht fahren. Ey Junge, bei mir gewittert es gerade gut. Mama, Hilfe! Okay, ja. Dritter Hamilton. Hamilton das erste Mal ist irgendwie auch mal echt nicht schlecht gewesen. Dieses Qualifying-Ergebnis. Diese Kurve regt mich immer noch voll auf. Aber ja, ich glaube. Erster, zweiter, das wird spannend. Okay, neue Motivation sammeln. Jetzt geht's los. Ich hoffe, ich fliege nie in der ersten Runde raus. Und Strategie, wie gesagt, wenn es eine 1-Stop gibt, fände ich die geiler. Oder nicht 3-Stop auf jeden Fall. Ja, es gibt eine 1-Stop. Labert der, hat er dir auch gerade gesagt, heute sind viele Autos auf der Kurve, auf der Strecke. Nee, hat er nicht. Ja, mir hat er. Nein, er ist ein bisschen betrunken, Alter. What the fuck? Mir hat er gerade davor gewarnt, dass viele Autos auf der Strecke sind und sie deswegen aufpassen ist müssen. Ist ja krass. Es sind ja irgendwie immer genauso viele auf der Strecke, aber okay. Der ist ja ordentlich klug. Ich bin mir gar nicht sicher, 2016 oder 2015 waren sogar 22 Autos auf der Strecke. Da gab es noch ein Team mehr, jetzt sind es immerhin nur noch 20. Ja, da hast du ja einen Vorteil, ne? Ja. Ich nehme ganz wenig Sprit mit. Yep. Benzin nehme ich ganz wenig mit, ne? Wie viel hast du denn? Wie viel ist denn für dich wenig? 26,4. Ah, ich habe 28, ich bin schwerer also als du. Ja, ich habe keinen Bock auf der Strecke, das die ganze Zeit zu regulieren. Von daher brauche ich das nur für den Start und dann leck mich. Das ist so mein Plan. Okay. Gelb-Weiß hast du jetzt gelassen, ne? Ja. So, mal gucken, ob wir einen besseren Start hinkriegen als letztes Jahr. Wow! Ja, das klappt schon mal gut. Ja, erstmal, wow! Sorry, ups. So viel dazu. Das ist mein Fehler. Meine Kopfhörer sind gerade aus diesem Verlängerungskopfhörerkabel raus. Deswegen habe ich die gerade wieder reingesteckt. Ups. So, ich glaube, ich muss mich wirklich in der Einführungsrunde mehr darauf konzentrieren, meine Reifen warm zu fahren, damit ich beim Start nicht so durchdrehende Reifen habe. Ich glaube, man muss das Gas auch besser kontrollieren. Was für Prozent habe ich denn noch? Alter, mir wird schlecht, wenn ich so gelenke, ey. Echt jetzt? Nein, aber. Den wir sind schon behindert. Ja, schon ziemlich. Ich bin auf jeden Fall über 90. Hat das Temperaturfenster nicht auf? Ich hab's gerade extra mal auf. Junge, bei mir ist gerade ein Tornado, Alter, was ist denn das? Die Rolle ist voll. Irgendwie übernimmt der Bot relativ früh, deswegen. Meinst du, okay, stell hoch, ja, okay, stell hoch. Hot Lap, ui. Danke für die. Ja, siehst du. Ja, alles richtig gemacht. Für die Vorwarnung. Ja, so Leute, da sind wir wieder.
Das ist jetzt der vierte Start von Großbritannien. Warum, erklären wir gleich. Bitte nicht Hamilton. Oh, ich bin bitte besser nicht gestartet als du. Bitte nicht Hamilton. Ich komm durch. Und ich lass Hamilton nicht vorbei. Ja! Was machst du? Okay, Leute, ja, wir können das kurz erklären. Möchtest du? Oder soll ich? Ja, wir, also das Qualifying habt ihr ja ganz normal gesehen. Danach war auch Sturm bei Mike. Ja, genau. Das heißt, wir hatten den Start gemacht und mussten noch innerhalb der ersten Runde abbrechen. Dann haben wir einen neuen Start gemacht, mussten das Qualifying nicht nochmal machen, sondern konnten einfach so starten. Haben das gemacht. Mike nach irgendwie zwei Runden so, Runde, ja, ist er rausgeflogen. Kann ich kurz mal einblenden? Also, wurde rausgerammt. Ja, das war richtig geil, Alter. Und ich bin in der ersten Runde schon kaputt gerammt worden und musste an die Box, wodurch ich halt dann ich habe von 26 Runden dann trotzdem noch insgesamt ganze, ich glaube, es müssten irgendwie 22 Runden oder so gewesen sein, bin ich gefahren, war erster Platz, habe ich wieder komplett zurückgekämpft, war richtig fast am Ende einfach, fast am Ende. War fast am Ende, habe die Ultra-Taktik gefahren und es war nochmal richtig spannend und dann bricht das Rennen einfach ab. Raikön dreht mich. Okay, er hat mich doch nicht gedreht, er hat mich wieder nur quer über die Strecke geschoben. Es war Vettel und nicht Raikön. Ferrari hat es einfach ab auf mich abgesehen. Ja, also der Teamspeak ist erstmal abgebrochen, ja, also wir sind ja... Ja genau, Teamspeak. Boxenfunkstörung war hier bei uns, oh Mann. Also Teamspeak war komplett weg und... Mein Server ist einfach abgestürzt, das war irgendwie... Ja. Also er ist immer noch da und deswegen sind wir jetzt gerade auf Discord, genau, was eine absolute Minusaktion ist, weil das echt... Ja, also man hört es vielleicht schon, Jan hat auch ein, zweimal geleckt, weil man ihn einfach, keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Und er klingt... Boxenfunkstörung hierbei. Er klingt manchmal wie so eine Dose, keine Ahnung wie das klingt einfach absolut scheiße. Aber gut, Leute, Discord jetzt Notlösung hier für diese eine Folge. Ach Mann, ey. Aber wir sind erst und Zweiter, wir fahren hoffentlich mal besser. Ich meine, wenn wir jetzt nochmal fünfmal Großbritannien neu starten müssen, ja, dann ist der TS wieder da vielleicht. Ey, wir fahren jetzt zum vierten Mal Großbritannien. Und du bist fast fertig gefahren. Also wir sind ja... Ich bin ziemlich gut jetzt in der Strecke. Ja, du bist auf jeden Fall trainiert. Also ich bin immer nur bis zur zweiten Runde höchstens gekommen. Gute Voraussetzungen, weil wir sind gerade in der zweiten Runde. Ich könnte mein Ding toppen. Aber es sieht echt gut aus. Besser auf jeden Fall als bisher. Wenn wir jetzt tatsächlich einen Doppelsieg holen, hat sich das Ganze gelohnt. Das stimmt. Und wenn nicht, dann ja, nicht. Leute, und es gab natürlich auch Lachflashes zwischendurch. Ja, also wir haben uns gerade so kaputt gelacht wegen dieser absolut lächerlichen Aktion. Also wir können das hier mal kurz einblenden. Wir können das jetzt komplett nochmal machen. Ne? Aber ich weiß jetzt immerhin, die blauen Reifen sind gut. Ich breche ab, echt. Lass mal auf blau starten. Ne, gelb starten wir, ne? Ja. Sag nochmal was. Hi. Du bist wieder leise. Was ist das? Nee, ey, das... Mann! Ja, ich höre dich gar nicht mehr, tschüss. Ja, da ist ja so ein grüner Kreis, wenn du sprichst. Und der war die ganze Zeit da und ich habe nichts gehört. Ey, was ist das? Geilste Aufnahme ever. Sag mal was. Was geht? Bin ich leise? Nein, du bist nicht leise. Okay, dann können wir jetzt endlich starten. Ja, zum dritten Mal, ja. England Teil 3. Ich höre mich genau genommen doppelt. Starten wir sogar zum vierten Mal. Du klingst wie eine Büchse, Alter. Was ist denn das? Der Sound ist so scheiße. Ich finde, es geht. Ja, es geht, aber manchmal klingst du normal, manchmal so
So wie wenn man die Nase zu ist und eine Bücke oder so, Alter. Oh, ey, wenn mich jetzt wieder jemand wegkrampt, ne? Ich geh so ab. Ey, ich würde so sterben, Alter. Aber du bist immer gut durch den Start gekommen, du musst dich gar nicht beschweren. Ja, toll, zwei Runden später nahm der mich weg. Ja, zwei Runden, aber... Ja, komm, ich kann es binden. Immer ein Unfallrisiko, ach was? Oh man. Ich kann das Benzin runterstellen. Ach scheiße, hab ich vergessen. Ich muss doch meine Softbox, glaube ich, auch noch anmachen. Oh Mann, ich bin absolut durch. Warte, wir dürfen schon. Nein. Ich dachte. Alter, ich brech ab, so Alter. Oh, ich bin so fertig. Einfach. Ja, nochmal eine Stunde in Großbritannien, ui. Ja. Ich war krank. Leck mich am Arsch. Oh mein Gott, bin ich gerade am Sterben. Nimmst du schon auf? Tu damit, damit. Ich höre dich nicht. Obwohl du grün bist. Ich kann nicht mehr fahren, Alter. Oh mein Gott. Okay, jetzt höre ich dein Lenkrad. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich aber warme Reifen. Meine sind absolut kalt. Hä, wo... Was machst du? Nein, oder? Was ist denn los? Also, meine Reifentemperatur ist jetzt oben. Nicht dein Ernst. Ey, wir werden so verkackt. Ey, ich fahre jetzt einfach gegen die Wand, dann hören wir auf. Ja, das waren jetzt die ganzen Szenen hier so ein bisschen. Also, wir haben uns hier komplett kaputt gelacht. Ja, das haben wir jetzt einfach mal reingeschnitten, was so abging. Ja, natürlich, Leute, möchte ich hier nochmal anmerken, dass wir es aus beiden Sichten aufnehmen und dass ihr das auf jeden Fall aus beiden Sichten sehen solltet. Weil es echt witzig ist. Bei mir sieht man, wie ich einfach komplett rot werde und mich zu Tode lache. Bei Jan, ich hoffe, du bist gerade relativ leise bei mir. Ich hoffe, du bist... Okay, dann schrei ich wieder! Ja, so ist besser. So darfst du immer so laut sein. Nächstes Mal hole ich mir ein Megafon, Alter. Klingt bestimmt noch besser hier. Wie weit bist du weg? Keine Ahnung. Das ist geil. Sehr gut. Ey, wenn jetzt mein Kamera-Akku nicht hält, dann... Ich brech ab, Alter. Ich hab keinen Bock mehr dran. Ich bin auf jeden Fall so mittig. Zwischen dir und Bottas ungefähr gleicher Abstand. Okay, aber ich fahr echt schlecht. Also ich fahr echt kacke, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fahr echt okay. Ich hasse diese Strecke. Bin sehr zufrieden. Ich hasse sie. Aber Bottas, also was ist mit Hamilton jetzt beim Start passiert? Was, ich meine, das ist so krank, was passiert hier alles? Ich weiß es nicht. Ich meine, Bottas jetzt auf Platz 3. Ja, Vettel war nicht zwischen, vor allem zwischen Bottas war doch noch Raikön und Vettel. Ja, Vettel war gerade neben mir, den habe ich so ein bisschen weggecheckt, nachdem er mich komplett über die Strecke geschoben hat. Und ja, anscheinend ist er jetzt dadurch ein, zwei Plätze zurückgefallen. Weil die sind ja direkt hinter Bottas, sind ja beide Ferraris. Keine Ahnung, wo jetzt Vettel ist und wo Raikön, aber es sind beide da. Okay, ich probiere jetzt natürlich gut zu fahren. Wie gesagt, die Strecke... Kannst du irgendwie dein Mikrofon oder so näher ranholen oder irgendwie sowas in der Richtung? Könnte ich machen, ja. Jetzt ist es nahe dran. Jetzt ist es ziemlich nahe. Ja, schon... Ich kann mal lauter stellen. Keine Ahnung, was ist kein Plan. Ja, stimmt, du kannst doch am Mischpult dich. Ja, geht ganz schlecht, ich war Formel 1. Sorry, dass ich dich anschreie, aber. Perfekt. Dann bist du laut genug. Sieht man hier alles in der Facecam, wie ich hier mein Mikro rumschieb, währenddessen ich hier Ultra fahre. Ich werd grad langsamer. Hä? Oh, ich komm nicht mehr bei 180 raus.
Hä? Was ist denn los? Weil er hat keinen Bock mehr, ja. Ja, jetzt fährt er wieder, aber vorhin hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Was passiert denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Auto raucht. Wehe. Wehe, sowas kommt jetzt. Ne. Verpiesel dich, Alter. Junge, ich habe 2 Sekunden verloren durch diese fucking Fuck-Scheiße, Alter. So ein Bullshit. Er fährt halt nicht mehr als 280 jetzt, ne? Also Gott. Ich weiß, fährst du mehr als 280? Ich weiß es nicht. Achte mal ein bisschen drauf, wenn du auf Geraden bist. 9 bis 11. Ja, ich fahr schneller als. Ja, ich nicht. Meiner hat Bock. 280 Maximum. Aber ich fahre nicht schlecht, keine Ahnung, ob das jetzt ein Bug ist oder nicht. Es ist wahrscheinlich ganz normal, mir fällt das nur komisch auf. Aber vorhin kam er nicht mehr über 180. Der hatte irgendwie gar keinen Bock mehr. Also es läuft sehr, sehr gut, Leute. Eine alternative Strategie, was? Ich stelle das gleich um, aber es ist gerade unpraktisch, wie gesagt. Ich könnte natürlich hingehen, ja, dass ich lauter bin. Achso, ja. Was, sind die behindert? Aktueller Ball. Junge, du klingst so scheiße, so wie, es ist eine absolute Dose einfach, in die du reinsprichst. Ma, Discord, Alter, halt doch dein Mull. Vollstellt haben. Aber stell dir, ich hab dich übrigens wieder nicht gehört, so halb nur. Stell die Vordergrad-Brems-Kraftverteilung wieder so wie vorhin. Weil dann kriegst du, glaube ich, echt, dann hast du vorne, glaube ich, ein bisschen weniger. Das stimmt. Und ich war auch echt immer noch mega schnell. Ich habe ja durchgehend trotzdem noch schnelle Runden gefahren. Was also, fährst du gerade so? Ja immer noch in der 20. Runde oder so, immer noch lila Zeiten mit blauen Reifen gefahren. Das war ja so. Ganz halt blau gefahren. Abnormal krank, die Reifen sind so gut, die blauen. Ja, müssen wir es eigentlich gleich holen.